Wir haben hier den Standard äußerlich und in den Räumen haben wir eigentlich der Umgebung angepasst, wobei die gute Lage, wir sind ja nun unmittelbar in Innenstadtnähe, natürlich für eine gehobene Ausstattung spricht. Und so haben wir vermittelt zwischen mittlerem Komfort und einem gehobenen Standard, denn letztendlich müssen wir ja auch die ganze Ausstattung, die ganze Anmutung des Quartiers, den Mietpreisen, die wir erzielen können. Insgesamt ist das, denke ich, eine ausgewogene Vermittlung zwischen dem, was die Lage hergibt, zwischen dem, was auch die hervorragende energietechnische Ausstattung hergibt und dem umliegenden Quartier. Ich bin am 12.05.20 geboren, also werde ich im Mai 92. Ich bin mit meinem Zustand ganz zufrieden und ich bin auch habe die Hoffnung, dass ich noch einige Jahre in der neuen Wohnung leben werde. So ist das, wenn man alt wird, ne? Wirklich. Wenn ich denke, meine Bekannten, die ich alle hatte, was ein Glück, dass ich noch im Wanderverein bin. Ich bin ja noch in der Wandergruppe und das sind ja Jüngere da. Die sind ja so mehr um die 70 rum. Aber die in meinem Alter, da geht ja keiner mehr mit. Aber ist gut, dass ich noch den Wanderverein habe. Dann ist man immer noch ein bisschen in Bewegung, ne? Finde ich ganz gut. Ich meine, das ganze Projekt hier soll ja Hinweise geben, auch für die Zukunft, für andere Projekte, wie man in Zukunft in urbanen Umgebungen Gemeinschaft organisieren kann. Gemeinschaft, die früher im Wesentlichen in Gemeinden gebildet wurden, aber auch in den Bergbausiedlungen, wie man sie hier kennt, im Ruhrgebiet. Und Frau Bürger, ist die Stimmung nervös? Ein bisschen. Gestern war ich auch nervös und da war es umsonst. Also einmal die ganze Bahn und einmal 60 cm vor, weil da eine Schräge ist, ne? Die muss man ja wegdenken. 3,70 Meter bis 3 Meter dunkel. Das sind 2 Meter. Na, das ist aber knapp. Ja? Oh Gott. Da bis dahin. Dann wird der Schalter ja verdeckt, ne? Ist der denn so hoch? Ja, sicher. Er ist knapp 3 Meter, etwas weniger. Vielleicht 5 cm weniger. Ja, und dann käme es gerade hin. Käme es gerade so da dran. Hoffentlich passt es. Ja. Hier, dies wird sicherlich ein Herzstück auch werden, denn eine Gaststätte ist immer wichtig für den Zusammenhalt, sowohl des Einzelnen wie auch einer ganzen Gemeinschaft. Und da sind wir eben doch sehr froh, dass wir mit Horatio Di Vita, ein nicht so bekannter, aber sehr guter Bochumer Gastronom, dass wir hier jemanden gefunden haben, der auch menschlich sehr gut in diese Umgebung passt. Und heute bin ich so froh, dass ich das gemacht habe. Es tut mir überhaupt nicht leid, im Gegenteil. Und das Schönste ist, alle meine Bekannten, die mich jetzt besuchen, die sagen alle, das hast du richtig gemacht. Jetzt sehen wir erstmal, was du für eine schöne Wohnung hast und wie wohl du dich fühlst. Jetzt können wir sagen, das hast du wirklich richtig gemacht. Tut uns leid, dass wir immer gesagt haben, du mach das nicht. Aber gut, dass du dich da durchgesetzt hast und hast es doch gemacht. Und ich bin wirklich rundum damit mit allem zufrieden. Mit der Wohnung, mit den netten Leuten, die hier sind, mit allem. Hier haben wir aber auch
zwei Etagen mit Studentenwohnungen, mit Studentenapartments. Also auch die Studenten mit ihrer etwas anderen Lebensweise und mit anderen Tagesabläufen spielen bei uns eine wichtige Rolle, denn wir hoffen, dass dadurch ein etwas anderes Leben hier noch eingebracht wird. Und das sollte sich dann eigentlich auch in den Programmen der Gemeinschaftsaktivitäten widerspiegeln. Das ist auch noch schön. Ich gehe hier, ist die Krankenkasse, die BKK, die ist direkt an der Unistraße, also die Verlängerung vom Matthias-Claudius-Weg hier, da ist das Gebäude schon. Und da gehe ich mittags oft essen. Das ist sehr praktisch. Ich koche auch selbst oft, aber da gehe ich auch oft essen. Die freuen sich, wenn man kommt, die sind sehr freundlich. Da gehen die Angestellten hin, da hat sich schon so ein kleiner Kreis gebildet von Pensionären, die haben mich da schon aufgenommen. Ich lerne ja hier immer wieder neue Leute kennen. Also am ersten Tag, als ich hinkam, da sah ich schon einen Tisch, wo alles so Leute saßen, die sich kannten. Da kam sofort eine Frau auf mich zu und sagte, haben Sie nicht Lust, heute zu den Philharmonikern zu gehen? Ich habe eine Karte. Ich sage, ich komme gerade aus der Stadt, ich habe noch eine Einkaufstasche. Sie sagt, das ist nicht schlimm, bringen Sie nach Hause. Ich gehe auch eben nach Hause, ich hole mein Auto und dann fahren wir alle zusammen dahin. Da hat die uns alle mitgenommen und da sind wir dahin gefahren. Das war richtig schön, da war für alte Leute Kaffee trinken. Und die Philharmoniker waren auch da. War schön, der Nachmittag. Da habe ich gedacht, oh, da habe ich mich aber gut da eingeführt.